Herzlich willkommen jetzt in einem weiteren YouTube-Video hier auf unserem Kanal. Ja, heute wie gewohnt am Ende der Woche zu unserer Backtesting-Session. Heute im Schnelldurchlauf, weil ich nicht so viel Zeit habe. Also ganz kurz vorab für alle, die neu an der Stelle sind. Wir machen das hier jede Woche seit Anfang an letzten Jahres, dass wir uns sozusagen immer für die aktuell vergangene Woche, sprich heute ist Freitag, 27. September, das heißt, wir schauen uns jetzt die vergangene Woche hier sozusagen an. Die Woche hat jetzt am 23. September gestartet und gucken jetzt hier nach unserem Trading-Plan zu 100% transparent wirklich jeden Trade an, der nach diesem Trading-Plan hier möglich gewesen wäre, und dokumentieren alle Trades, die möglich gewesen wären. Wir suchen uns nicht nur die Wins raus, die Gewinne, wie die meisten Trader das machen, die euch Sand in die Augen streuen, sondern wir schauen uns wirklich jeden Trade an. Und wie gesagt, dokumentieren dann diese ganzen Trades hier in unserem Datasheet, dass wir einfach ganz genau wissen, okay, was können wir von dem System erwarten, wenn wir genau das, was in diesem Tradingplan hier drin steht, wenn wir genau das im DAX umsetzen, was können wir dann für Ergebnisse erwarten? Und das liefert uns sozusagen die Antwort darauf, dieses Datasheet hier. Wir sind jetzt bei, ja, nicht mal 2 Jahren, wie gesagt, Anfang letztes Jahres haben wir angefangen. Wir sind jetzt hier bei fast 2500%, also absolut gestört die Performance. Im Schnitt machen wir wöchentlich immer so zwischen 4 und 5%. Wenn wir jetzt hier mal ganz kurz runterschauen, sozusagen, ihr seht, das ist eine Menge Daten. In die aktuellste Woche, letzte Woche war hier sozusagen, das haben wir nicht mal eingetragen, letzte Woche die 38. Kalenderwoche, das heißt, wenn wir uns ja nirgendwo verrechnet haben sollten, sollte jetzt diese Woche die 39. Kalenderwoche sein, die wir uns jetzt hier im DAX anschauen. Ja, die letzten 2 Wochen sehr stark. Letzte Woche 7% Gewinn, die Woche zuvor fast 13% Gewinn hier. Also wirklich abgeliefert. Und ja, wie gesagt, wir backtesten jetzt die komplette Woche einmal durch bis heute Freitag. Dann dokumentiere ich die ganzen Daten. Dann schauen wir uns gleich am Ende des Videos wieder hier gemeinsam dann die dokumentierten Daten an. By the way, für alle, die jetzt sich fragen, okay, wo kriegt man diesen Trading-Plan her? Könnt ihr euch hier bei uns auf dieser Seite heptiktrading.de/free-tools, könnt ihr euch ja alles runterladen. So einmal den Liquiditäts-Lines-Decoder, der erleichtert euch nimmt euch einiges an Arbeit ab, weil er euch die Liquiditätspunkte im Chart einzeichnet. By the way, wenn ihr rausklappt, dann könnt ihr auch diese Erklärvideos anschauen. Dann unser Sessions-Decoder, den wir im Prinzip verwenden, um uns hier die Asset-Session und so weiter anzeigen zu lassen. Da könnt ihr euch aber auch andere Sessions anzeigen lassen. Den könnt ihr euch hier auch holen. Dann den Fractals-Decoder, den wir für unsere Einstiege nehmen. Wie gesagt, das könnt ihr euch hier auch im Erklärvideo anschauen, ganz genau, wie wir das machen. Und dann gibt es hier natürlich auch den Tradingplan zu unserem HT-Trading-System, was wir jetzt haben können, was ihr euch hier auch holen könnt. Und hier haben wir auch nochmal 2 Erklärvideos. Die würde ich euch auch empfehlen anzuschauen, weil sonst kommt ihr jetzt hier gleich im Backtesting auf jeden Fall nicht mit. Und ihr müsst auch nicht uns glauben, wie gesagt, was wir immer wieder sagen, dass die Ergebnisse hier so krass sind. Jetzt letztes Jahr mit einem Kontostand von 10.000 Euro gestartet, jetzt bei 251.000 würden wir stehen hier am Anfang jetzt dieser Woche. Müsst ihr nicht uns glauben, dass die Ergebnisse so krass sind, sondern wie gesagt, ihr könnt ihr einfach diesen Tradingplan euch holen von uns. In eure eigenen Charts gehen, auch das Datensheet könnt ihr euch da auf dieser Seite holen, diese Vorlage. Könnt in eure eigenen Charts gehen und die Ergebnisse selber in euren eigenen Charts überprüfen. Das heißt, die meisten Trader, was die abliefern an Track Records, in Anführungsstrichen, kann man heutzutage alles faken, Metatrader-Ergebnisse, Zertifikate oder sonst was. Aber sowas hier, so einen Track Record, wie wir das haben, sowas kann man nicht faken. Wie will man das faken? Dann müsste man ja im Prinzip die Charts im Nachhinein faken. Ist ja natürlich nicht möglich so. Ich kann ja nicht die Charts faken, die in deinem Trading View, sag ich mal, angezeigt werden. Aber okay, jetzt hier genug gelabert. Wir starten jetzt hier rein. Ich bin jetzt hier schon zurückgesprungen. Ich habe das System die Woche wieder nicht selber getradet, im DAX im Gesamten nicht, weil ich derzeit weit außerhalb Europa lebe, Zeitverschiebung habe und ja, zur London-Session einfach schlafe, ist nicht möglich, ist oder es wäre möglich, die zu traden, klar, alles ist möglich, aber da ist mir mein Schlaf ein bisschen weniger und da wir ja mehr als genug solcher geiler Trading-Systeme haben, kann ich mir da auch eins aussuchen, was ich in der New York-Session hier bei mir zum Vormittag bzw. Nachmittag in der Asia-Session traden kann. Oder halt Higher Timeframe Systeme, genau. So, das heißt, wir haben jetzt hier auf jeden Fall erstmal den ersten Sweep. So, das heißt, wir würden uns jetzt hier nach Longs positionieren. By the way, wenn wir erstmal Struktur anschauen, die ist auf jeden Fall hier. Ich darf hier bloß gerade mal nicht mein Wasser umschmeißen, das stelle ich lieber hier hin. Meinen Kaffee auch nicht vergessen. Wir sind auf jeden Fall Long gerichtet, das ist jetzt hier auf jeden Fall kein Geheimnis, das sollte jetzt jeder sehen. Außer wir brechen jetzt hier unter dieses Low, dann würde sich hier meine Meinung erstmal noch ändern, aber noch sind wir auf jeden Fall long gestimmt. Ist erstmal nicht relevant für unser System, nur für die Take-Profit-Setzung, für die Orientierung. Genau, das heißt, wir haben jetzt den ersten Sweep, haben ja auch einiges an Liquidität liegen gehabt, die uns hier unsere Liquiditätslines, Decoder, wie gesagt, das, was ich euch hier gerade gezeigt habe, anzeigt. Sehen auch ganz klar,
hier rein und innerhalb von 5 Minuten von hier nach hier oben und dann in ein paar Katzen so eine Rejection. Das heißt auf jeden Fall, die Liquidität hier wurde genutzt. Haben jetzt hier auch den zweiten Stream. Das heißt, ab hier können wir uns jetzt nach Entries umsehen. Sobald wir jetzt hier einen Fraktalpunkt brechen, wie jetzt beispielsweise das hier wäre jetzt aktuell der aktuellste. Ja, ich wollte gerade sagen, den wir jetzt hier auch gebrochen haben mit der Kerze, aber direkt mit der nächsten Kerze jetzt hier einen Liquiditätspunkt. Mich würde es nicht wundern, wenn wir ihn jetzt hier auch hier hoch in die Liquidität bringen. Das heißt, wir steigen jetzt hier natürlich dann nicht mehr ein. Das wäre jetzt hier unser Entry gewesen mit der Kerze. Aber da das CRV dann hier nicht gepasst hätte, dann hätten wir uns sehr wahrscheinlich hier bei den 50% irgendwo positioniert, wären nicht abgeholt worden. Und dann, sobald wir hier einen gegen Liquiditätspunkt sweepen, nehmen wir sowieso dann die Limit Order raus. Daher machen wir jetzt hier einfach weiter. Das wäre sozusagen der erste Trade der Woche. Unser Muster ist aufgegangen. Ja, ist genau das passiert, was wir im Prinzip traden. Wir saugen Liquidität zu einer Seite auf, kriegen unser Signal und bringen die Liquidität in die Gegenliquidität, in die Gegenliquiditätspunkte. Genau das, was wir die ganze Zeit traden. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier auf jeden Fall, wir saugen jetzt hier gerade die Liquidität nach hier oben auf. Das heißt, wir würden jetzt hier auf einen Short gehen. Insofern wir jetzt gleich ein Signal bekommen. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall schon mehrere Sweeps bekommen. Das ist natürlich schön. Von der Zeit her 15 Uhr, also er bewegt sich hier gerade fast gar nicht dafür, dass es 15 Uhr ist. Jetzt kommen wir auf jeden Fall die Amis dazu. Das heißt, wir hätten jetzt hier einen Short Trade, aber jetzt hier definitiv nur, erstmal schauen, nicht bis zum nächsten Liquiditätspunkt, sondern im Optimalfall haben wir hier irgendwo eine Ineffizienz. Haben wir auch hier, die hier minimal, wir haben jetzt zwar mit dem Docht diese Kerze hier nicht ganz berührt, das heißt, wir haben hier dazwischen auf jeden Fall noch eine minimale Ineffizienz hier auf der Höhe. Legen wir den Take Profit kurz davor. CRV würde mit 1,3 schwierig. Wir nehmen die 50%. Wir wollen ja immer mindestens ein CRV von 1,3, 1,4, 1,15 in die Richtung, je nachdem, was gerade im Markt los ist. Und wenn wir das nicht haben, gehen wir nicht Market rein beim Schlusskurs unter einem Fraktalpunkt, der uns unser Fractals Indikator anzeigt. Wie gesagt, alles hier oben bei uns bei haptictrading.de/freetools. Gehen wir nicht mit Market rein, sondern lassen uns ja mit einer Limit einstoppen. Jetzt sind wir auch drinne. Jetzt muss er bloß, ja, okay, er swippt uns raus. Ist ja auch erstmal nicht weiter tragisch. Gibt uns den Re-Entry. An der Stelle hier mit der Kerze, aber das CRV, also das, er hat die Ineffizienz noch nicht geschlossen, also alles gut. Stop hier hoch, bloß jetzt sehe ich sie auf jeden Fall kommen, dass er sie jetzt hier schließt und natürlich dann ohne uns abzuholen demnach, also wie auch sonst. Weil wir das CRV von, wir gehen natürlich keinen Trade mit dem CRV von 0,4 ein, logisch. Das heißt, wir würden uns dann ja auch wieder bei den 50% der Bewegung positionieren, die die Struktur gebrochen hat. Und jetzt wird er, okay, er holt uns noch ab. Ja, come on. Als ob er das, ich dachte jetzt, ich hätte, erstens hätte ich nie gedacht, dass er uns abholt. Dann holt er uns ab, liefert noch so einen Move und dann, ja, denke ich, ja, wenn er jetzt hier Liquidität aufbaut vor dieser Ineffizienz, dann ist es jetzt also hier, zu dem Zeitpunkt hätte ich im Chart gedacht, ich hätte meine Hand für uns vollgelegt, dass das ein Take Profit wird, aber okay, der DAX heute, ich merke schon jetzt zum Anfang der Woche, wie er das meist immer am Anfang der Woche zu uns ist, immer absolut im Gönnermodus, also, ja, naja. Okay, das heißt, es ist jetzt hier sowieso erstmal 20 Uhr, Ende unserer Tradingzeit. Wir schließen den Montag mit 2 Losses ab. Ja, da gab es schon schlimmere Montage, aber mal sehen. Das heißt, wir springen jetzt hier zum Dienstag früh, schauen dann hier erstmal wieder Liquidität der Asset Session, das Low, das High. Wir fangen an, das High zu sweepen, haben den ersten Sweep, bräuchten jetzt aber hier nochmal unseren zweiten Sweep drüber, den wir jetzt hier auch bekommen. Und das heißt, sobald wir jetzt hier einen Fraktalpunkt brechen, nämlich da, würden wir hier auf jeden Fall jetzt ein Short-Signal bekommen und das dann auch nur bis zur nächsten Ineffizienz. Das heißt, hier ins High. Gucken wir mal kurz auf H1, wo die nächste Ineffizienz ist. Ein Schluck Kaffee erstmal. Die wäre dann hier auf jeden Fall. Von hier aus ist der Push schön entstanden. Da war die letzte wirkliche Gegenbewegung. Und dann gucken wir mal. Okay, aber es swippt uns raus, es swippt hier weiter. Das heißt, der dritte Loss jetzt hier in die Short-Richtung, in der wir jetzt hier versuchen, in eine Entladung Short reinzukommen. Bisher haben wir jetzt noch keine wirkliche Entladung bekommen, aber haben hier auf jeden Fall schon eine Menge Liquidität aufgesaugt. Das heißt, ist jetzt erstmal nicht weiter schlimm, irgendwann muss die Entladung kommen. Es wäre jetzt natürlich am schönsten, wenn jetzt erstmal das alles noch sweept, bevor uns jetzt hier ein Signal gibt, aber nee, so wie wir den DAX kennen, macht er das natürlich nicht, sondern hat natürlich, gibt uns jetzt hier vorher das Signal. Heißt, ich gehe mal davon aus, dass jetzt sehr wahrscheinlich hier wir nochmal gesweept werden.
er dann das holt und dann, wenn überhaupt, eine Entladung bekommen. Weil hier bis zur Ineffizienz bleibt natürlich jetzt hier das gleiche Ziel. 2,67%. Obwohl, das sieht gar nicht so schlecht aus. Er bildet schon mal Struktur. Bildet jetzt hier nochmal einen Liquiditätspunkt, an dem wir Long reinkommen. Oder jetzt eine Long-Chance bekommen könnten. Er holt die Liquidität, reagiert auch direkt wieder aus dem Liquiditätspunkt. Ihr seht das hier nach oben. Das heißt, das ist ja kein Zufall. Strippt jetzt hier noch ein zweites Mal. Das heißt, sobald wir jetzt hier einen Fragtime-Punkt preschen, haben wir noch nicht. Ich glaube aber jetzt, ja, hätten wir hier auf jeden Fall einen Long-Trade. Hier mit der Kerze. So, wir machen ja keine zwei Trades in die gleiche Richtung, aber ein Trade in die Long und ein Trade in die Short-Richtung ist auf jeden Fall okay. In die gleiche Richtung nicht, aber ein Hedge-Trade, wie gesagt, in entgegengesetzte Richtung ist auf jeden Fall in unserem System laut Trading-Plan erlaubt. Und darum, ja, müssen wir den jetzt hier auch so auf jeden Fall nehmen. Das heißt, hier gehen wir jetzt nicht rein, weil das CAV passt nicht mit 0,8. Das heißt, wir positionieren uns jetzt hier mit einer Limit-Order wieder bei den 50% der Bewegung, die jetzt hier die Struktur gebrochen hat. Wir haben auch direkt abgeholt. Und warum jetzt der Hedge-Trade? Weil einfach selber, wenn der Trade jetzt aufgeht, klar, dann machen wir jetzt mit dem Trade hier Verlust. Der läuft da jetzt ja auch noch. Dann haben wir jetzt hier zwar 1% Verlust gemacht, ja, aber würden dann mit dem fast 3% Gewinn machen, also im Schnitt 2%. So, wenn der jetzt aber in den Stop-Loss hier läuft, klar, dann ist der noch nicht im Take-Profit. Es kann mal sein, dass er dann hier dreht und auch der in Stop-Loss geht, klar. Aber es ist unwahrscheinlich. Das heißt, es ist dann immer sehr wahrscheinlich, dass dann trotzdessen dann der in den Take-Profit geht, wo wir 2,67% machen. Mit dem machen wir dann zwar 1% Loss, aber im Großen und Ganzen haben wir dann trotzdem 1,67% Gewinn gemacht, anstelle halt von vielleicht gar keiner, wenn wir diese Regel mit den Hedge-Trades nicht hätten. Der hier, mal schauen. Ich hoffe natürlich insgeheim, dass der hier aufgeht, weil hier würden wir natürlich fast 3% machen und bei dem hier nur 2,67%. Und das sieht doch ganz danach aus, ob er jetzt hier weiter rusht, wenn er so einen Push da bringt. Gucken wir mal, springen jetzt. Wir können jetzt erstmal keine neuen Trades machen. Asia Session. Ach, als ob er jetzt hier wirklich. Okay. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Das heißt, jetzt ist er ausgestoppt. Er läuft jetzt noch. Gucken wir mal. Ja, gönnt jetzt hier aber noch vor der Asia Session den Take Profit in dem Trade. Genau das, was ich euch gerade erklärt habe. Das heißt, wir haben jetzt hier mit dem Trade 2,67% gemacht, mit dem 1% Loss. Das heißt, wir holen aus den zwei Trades 1,67% raus. Sind jetzt die Woche aber dann im Großen und Ganzen trotzdem noch im Loss, weil wir haben ja die drei Losses vorher gemacht. Das heißt, wir sind jetzt ca. noch 1,5% im Minus. Aber es ist ja gerade mal jetzt Anfang, am Mittwoch sind wir ja gerade, am Mittwochmorgen. Das heißt, wir gucken mal. Wir sweepen jetzt auf jeden Fall als erstes hier das Low der Asset Session, haben auch unseren zweiten Sweep und haben hier jetzt, so wie es aussieht, auch schon direkt unser Signal. Ja. 9.05 Uhr, auch in unserer, ganz knapp in unserer Trading-Session, weil ab 9 Uhr fangen wir erst an, die Trades zu nehmen. Halt hier wirklich in Slow. Dann packen wir den hier ins High auch, weil wir sind longerische. Das heißt, wir können ja einen Liquiditätsbereich überspringen. Dann gucken wir mal, was er jetzt hier macht. Er bildet da einen Liquiditätspunkt, den sweepen wir jetzt. Das heißt, wir können jetzt genau das gleiche wieder bloß in die andere Richtung bekommen. Dass wenn wir jetzt hier einen zweiten Sweep bekommen, dass wir dann jetzt hier vielleicht gleich einen Hedge-Trade haben. Ja, haben wir auch. Er sweept jetzt den hier. Kann halt auch sehr oft sein, wir schauen jetzt auf jeden Fall erstmal, ob er hier irgendwo eine Ineffizienz hat. Weil wir sind jetzt gegen die Struktur unterwegs. Da wollen wir dann lieber die Ineffizienz nehmen, uns passiver positionieren. Dass wir jetzt halt hier beispielsweise irgendwo, vielleicht hier unten, keine Ahnung, eine Ineffizienz haben. Er dann diese Ineffizienz holt und dann trotzdem in unser Take-Profit geht. So haben wir auch schon sehr oft. Das heißt, wir gucken mal. Ich denke mal, dass hier bestimmt, ja, hier ist auf jeden Fall eine. Ein Stück weiter oben, hier. Und wir sehen jetzt ja auch schon die voll ausgebildete Kerze. Wenn wir auf H1 gehen, sieht man das ja schon immer, dass das hier sehr wahrscheinlich jetzt ein Take-Profit wird. Ja. Das heißt, hier fast 2% eingeloggt, damit sind wir jetzt auf jeden Fall im Plus für diese Woche. Und der Trade jetzt hier läuft ja währenddessen immer noch und das kann ja jetzt sehr gut sein. Klar, es kann sein, er kracht jetzt hier runter und stoppt uns ja aus, aber es kann jetzt sehr gut sein, haben wir auch schon oft erlebt, dass er dann trotzdem in den Take-Profit geht. Das heißt, wir haben mit den zwei Trades, hätten mit den zwei Trades dann fast 5,5% Gewinn gemacht. Naja, gucken wir mal. Er bildet jetzt hier auf jeden Fall unten sehr viel Liquidität, das heißt, wird jetzt wahrscheinlicher, dass weil hier auf einem kleineren Raum mehr Liquidität liegt, dass er jetzt natürlich sich eher wahrscheinlich nach hier unten hingezogen fühlt, als jetzt nach hier oben, aber das ist natürlich nie eine Garantie. Wir wissen ja hier nie, was der DAX wirklich vorhat. Ja, bildet jetzt hier viel Liquidität. Jetzt ist hier erstmal wieder Asia Session. Das heißt, der Trade läuft. Das sind dann jetzt hier am Donnerstag. Und das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Jetzt muss er nur pushen.
Ja, okay. Das heißt, den hat er hier über Nacht, kurz vor Ende der Arthas-Session hier um 7 Uhr irgendwas in Take Profit gesmashed. Das heißt, wir haben jetzt hier auf jeden Fall 5% gemacht mit den zwei Trades und sind jetzt hier auf jeden Fall mehr als deutlich im Gewinn für diese Woche. Und ja, das heißt jetzt hier Donnerstag früh, gestern früh, der erste Sweep, der zweite Sweep. Das heißt, wir gucken mal, sobald wir jetzt hier einen Fraktalenpunkt brechen, wie jetzt hier, hätten wir auf jeden Fall einen Short Trade. So, den hier. Wir auf jeden Fall jetzt gucken, bis zu einer Ineffizienz, ganz entspannt. Bis hier wäre jetzt so die nächste Ineffizienz, wo ich den hinnehmen würde, das wären jetzt 2%. Aber, naja, pusht weiter, okay. So, gucken wir mal, ob wir einen Re-Entry bekommen. Bekommen wir. Aber so wie er jetzt schon wieder aus dem Loadout da oben reagiert, denke ich eher, dass er uns jetzt hier gleich auch wieder raussweept. So, jetzt hier bleibt erstmal das gleiche. Das wären jetzt fast 5%. Okay, das sieht gar nicht so schlecht aus. Erstmal Struktur gebildet. Aber mit einer Struktur bilden wir natürlich auch hier oben über den Highs immer Liquidität, was es auch wieder wahrscheinlicher macht, dass wir jetzt einfach hier rüberziehen und uns die Liquidität vorher holen. Aber ja, okay. Auf Ansage. Gucken, ob wir jetzt dann wieder ein Re-Entry bekommen. Ja. Da. Und jetzt haben wir unten auch zwei neue Liquiditätspunkte gebildet. So, das macht das Ganze schon wieder wahrscheinlicher, dass jetzt vielleicht wirklich die Entladung kommt und uns jetzt hier nicht einmal nach dem anderen rausfügt, indem wir jetzt hier versuchen, in eine Entladung Short reinzukommen, weil irgendwann muss eine kommen, weil wir haben jetzt hier wieder so viele Liquiditätspunkte geholt, ohne eine wirkliche Rejection. Hier mal nach unten unter den Tief zu sehen, nicht mal unter den M5-Tief. Wir haben hier kein einziges M5-Tief geholt. Das heißt, irgendwann muss es jetzt hier kommen. Aber okay, das wäre jetzt erstmal der nächste Liquiditätspunkt, aber wir gucken natürlich lieber nochmal nach einer Ineffizienz. Haben wir auch hier. Und das CRV bis dahin 1,42 würde auch passen. Und das sieht jetzt hier auch gut aus, dass er den jetzt hier bringt. Oder halt auch nicht. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich dann genau an dem Punkt, wo ich sage, das sieht sehr gut aus, fängt er auf einmal an, wie so eine Wand von irgendwo abzuprallen und einfach unseren Stop-Loss zu rushen. So als ob er wirklich schon sich so die Zunge rausstreckt, aber ja, ich nehme es wie immer mit Humor. Okay, bisher haben wir hier auf jeden Fall noch kein Signal. Jetzt aber. Und das ist jetzt ja auch unser letzter Try, unser letzter Versuch, weil wir versuchen ja maximal fünfmal, viermal in so eine Entladung reinzukommen an einem Tag. Das heißt, wir haben jetzt hier viermal vergeblich versucht, in eine Short-Entladung reinzukommen. Manchmal kommt sie gar nicht, manchmal erst am nächsten Tag, manchmal in der Nacht komplett ohne uns, whatever, wissen wir nie. Aber wir wissen, okay, wir versuchen es maximal viermal und dann machen wir einen Cut. So, dann haben wir halt vier Losses in einem Tag, ist dann halt manchmal so. Das holen wir dann meist, haben wir entweder die Woche schon rausgeholt oder wir holen es dann noch raus oder dann spätestens die nächste Woche. Das heißt, den würden wir jetzt hier erstmal, wenn die Liquiditätspunkte laden, hier bis zum nächsten Liquiditätspunkt nehmen, weil eine Ineffizienz haben wir nicht. Aber ja, natürlich, es schiebt uns raus. Okay. So, das heißt, Shorts nehmen wir jetzt nicht mehr, wenn wir jetzt hier nochmal einen Long Liquiditätspunkt sweepen. Ne, machen wir nicht, das ist jetzt Arthas Session. Hätten wir nochmal einen Long eventuell genommen, aber wir überspringen jetzt die Arthas Session, sind jetzt hier am Freitag. Sozusagen heute aktueller Tag. Haben jetzt hier schon mal angefangen, einen Short Liquiditätspunkt zu sweepen. Okay, machen schon das genau das, worauf wir warten, halt bloß ohne uns. Wir nehmen die Liquidität, haben leider keinen zweiten Sweep bekommen, darum haben wir keinen Entry gesucht und bringt die Liquidität in die Gegenliquidität. Genau das, was wir immer wieder traden, aber naja. Das heißt aber, er holt jetzt noch mehr Liquidität, also umso wahrscheinlicher wird es, dass wir jetzt vielleicht zum Freitag hier endlich nochmal eine Short-Entladung sehen. Rusht und rusht hier was. Ach, okay. Natürlich, umso mehr Leute wollen den jetzt hier Short sehen und desto weniger macht der DAX das. Jetzt haben wir auf jeden Fall unser Short-Signal. Okay, haben das hier. Zack. Und dann hier Short reingehen. Und dann gucken wir mal. Die nächste Ineffizienz wäre dann, boah, ja, wäre dann erst hier. Müssen wir mal gucken, ob er das heute dann überhaupt noch erreichen würde, weil es ist jetzt hier zum Zeitpunkt des Einstiegs schon 15:15 Uhr. Ja, aber es flippt uns raus. Okay, da hat der DAX halt keine Lust.
Ja, jetzt ist hier natürlich schon 17.45 Uhr. Das heißt, ich würde jetzt hier natürlich kein Signal mehr nehmen. Wir halten zwar Trades über Nacht, aber nicht übers Wochenende. Das heißt, wir steigen dann jetzt am Freitag nicht mehr ein, auch wenn wir jetzt hier ein Signal bekommen haben. Und jetzt hier vielleicht noch den ein oder anderen Prozent aus dem Markt rausgeholt hätten. Hätten wir jetzt genommen, jetzt sind wir ja am aktuellen Punkt. Der Markt ist auch gerade hier noch offen. Es ist ja gerade mal jetzt in Deutschland 18.30 Uhr. Daher, ja, ich dokumentiere die ganzen Trades jetzt und dann schauen wir uns gleich zusammen das Endergebnis an. So, ich habe jetzt hier alle Trades dokumentiert. Hier könnt ihr jetzt hier nochmal alle sehen. Ja, wenn wir jetzt hier in das Sheet reingehen, nehmen wir jetzt wieder einige Trades, 39. Kalenderwoche, und stehen jetzt hier bei Gesamt minus 0,88%. Also ja, roundabout ein Prozent minus, roundabout break-even. Ja, also, dass man jeden Trade über die Woche hinweg mitnehmen kann, oder, ist halt sowieso sehr unwahrscheinlich. Also ab und zu verpasst man halt einfach mal ein paar Trades, das ist halt sehr wahrscheinlich. Und wenn wir halt einfach rein nach den Wahrscheinlichkeiten natürlich jetzt auch wieder die Woche gehen, wir hatten viel mehr Lost-Trades als Win-Trades. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass wenn ihr einen Trade verpasst, ihr einen Lost-Trade verpasst, hättet ihr ein, zwei Lost-Trades verpasst, dann ja, wäre die Woche dann roundabout 1-2% vielleicht sogar im Profit gewesen, je nachdem. Ja, aber wir betrachten natürlich nicht die vielleicht Ergebnis, oder wir betrachten halt das Ergebnis, was wir die Woche haben, und das sind halt minus 0,88%, aber das ist halt nach den zwei starken Wochen, in denen wir jetzt hier fast 20% Gewinn gemacht haben, in jetzt nicht mal zwei Wochen, ja, ist das natürlich dem DAX zu verkraften. Und ich meine, die Woche haben wir auch wieder gesehen, wie oft unser Muster aufgegangen ist, bloß halt leider ohne uns, weil wir können nicht jedes Mal das Muster eincatchen, ist halt leider einfach so. Daher, ja, wir sind halt trotzdem hier noch auf unserem All-Time-High, und ich bin mir sicher, dass die nächsten Wochen es hier auf jeden Fall weiter ja, nach oben gehen wird. Daher bin ich auf jeden Fall gespannt. Wie gesagt, alles, was ihr braucht, um das System selber zu traden, findet ihr hier auf unserer Seite haptictrading.de/freetools. Findet ihr zudem, natürlich könnt ihr schon mal durchklicken, auch noch viele andere geile Tools. Hier findet ihr, wie gesagt, die Vorlage zum Dartsheet. Hier habt ihr unseren Big Money Decoder, den wir programmiert haben, unseren Big Money Decoder Index. Da haben wir die ganzen Videos zu verlinkt. Das sind sehr, sehr mächtige Tools. Wenn ihr das mit eurem Trading hier kombiniert und verknüpft, und anfangt, eure eigenen Systeme damit zu bauen, dann ja, könnt ihr damit einiges aus den Märkten holen. Wenn ihr dazu Fragen habt, ist ja natürlich auch immer unten in der Beschreibung unsere WhatsApp-Nummer verlinkt. Da könnt ihr uns jederzeit, wenn ihr uns abonniert habt, daher an der Stelle ganz wichtig, Kanal abonnieren, Like da lassen, dass ihr auf jeden Fall hier keine Videos mehr verpasst. Das heißt, wenn ihr uns abonniert habt, dann könnt ihr uns da sehr, sehr gerne jederzeit an unseren kostenlosen Haptic Trading Community Support wenden. Wie gesagt, wir helfen euch da kostenlos weiter, egal was ihr für eine Frage habt, ob es jetzt zu dem System ist, ob es zu komplett anderen System ist. Meinungen zu eurem System, whatever, schreibt uns da sehr, sehr gerne. Wie gesagt, ist natürlich ein kostenloser Support, wir machen das so, wie wir Zeit haben, das heißt, es kann auch mal ein paar Tage dauern, bis ihr eine Antwort bekommt, aber in der Regel bemühen wir uns da wirklich, jede Nachricht zu beantworten. Daher, wie gesagt, schreibt uns da gerne, auch einfach erstmal, wenn ihr keine Frage habt, gerne einfach erstmal ein Hey, dass ihr uns einfach erstmal als Kontakt in WhatsApp habt, wie wir euch haben, könnt euch gerne kurz vorstellen, und dann, ja, wie gesagt, sind wir da connected, und dann könnt ihr uns da sehr, sehr gerne jederzeit schreiben. Wie gesagt, einfach mal zu connecten, schadet nicht. Daher wünsche ich euch auf jeden Fall, je nachdem, wenn ihr das Video seht, noch ein schönes Wochenende, einen geilen Tag, einen geilen Abend, wie auch immer. Und wir hören uns dann spätestens im nächsten Video.